Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Runaway Road Trip. Ne, Road Adventure, so heißt es. Wir versuchen gerade unser Kruzifix, was da hinten in diesem Regal da drüben liegt, zu restaurieren zu lassen. Allerdings müssen wir erstmal gucken, wie wir das machen. Ich glaube, das ist ein Musterkoffer. Ah, wahrscheinlich ist sie die gute Frau von Avon. Ich nehme diesen hier. Er ist farblos. Ich glaube, dass ich ihn benutzen kann. Okay, für was auch immer. Regal betrachten. Sieht aus, als seien all diese Objekte schon restauriert worden. Das heißt, wenn unser Kruzifix fertig ist, landet er irgendwann hier drin. Okay. Sieht menschlich aus, muss aber eine frühe Evolutionsstufe sein. Ein Cro-Magnon oder so. Okay, haben wir sonst noch irgendwas? Ein Laser. Ah, Gasflasche. Helium. Viel zu schwer. Helium ist leicht. Hast du das nicht gelernt im Physikstudium? Okay, ich glaube, hier ist nichts mehr. Schublade. Mikroskop, ja! Yeah. Das Modell scheint etwas älter zu sein. Ich kann es nicht mitnehmen. Egal. Da ist unser Kruzifix übrigens. Hier, haha. Okay. Ich glaube, wir haben alles. So, gehen wir mal raus. Ein Feuerlöscher. Ich hoffe, dass das Museum nicht in Flammen aufgeht, wie Ginas Zimmer im Krankenhaus. Den brauche ich nicht. Aber der Mülleimer vielleicht. Es liegt etwas drin. Mal sehen. Eine leere Kaffeepackung. Dann nimm die leere Kaffeepackung. Ich weiß nicht, wozu sie nützlich sein könnte. Für Kaffee. Die Maschine hat viele Sorten Kaffee. Cappuccino, Espresso, mit viel Milch, mit wenig Milch. Ich glaube, dieses rote Licht zeigt an, dass der Kaffee alle ist. Nein, unmöglich. Kein Kaffee. Der Kaffee ist ausgegangen. Gott, was ist das hier für ein Museum? Das ist echt eine Katastrophe. So, wir gucken uns das nochmal an. Nur für befugtes Personal. Ich bin befugt. Lass mich mal hier ran. Es kontrolliert den Zugang zum Analyselabor. 1, 2, 3, 4. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Das kriege ich noch raus. Wartet ab. 0, 0, 0. 2. 0, 0, 0. 3. Okay, ich glaube, wir warten ein bisschen. Das kann doch etwas länger dauern. Aber ich kenne da einen guten Trick. Das habe ich früher mal bei den TKKDs gelesen oder irgendwo. Ich wüsste nicht, was ich damit erreichen soll. Okay, vielleicht funktioniert es doch nicht. Wo kommen wir hier hin? Oh, die Reinigungskraft. Die coole Reinigungskraft. Hallo. Hör mal, du bist einer von Clives Kollegen, oder? Ich hab dich mit ihm und einer scharfen Tussi reinkommen sehen. Ja, ich heiße Brian. Brian Basco. Brian? Scheiße, was für ein Name, Mann. Sag mal, bist du schwul oder was? Ich bin Willy. Mann, ist das ein schwuler Name. Die Verwaltung? Du machst also hier sauber, stimmt's? Nein, Kleiner, ich bin der Papst. Es ist zum Kotzen, ich bin kein Wurm, den man zertreten kann. Nur damit du's weißt. Diese ganze Scheiße von Museum würde zusammenbrechen, wenn ich nicht da wäre. Außerdem, Kollege, solltest du wissen, dass ich mein eigenes Business betreibe. Schon gut, hab's verstanden. Was für ein Unternehmen betreibst du denn? Ich bin Vertreter einer Fabrik für Labormaterialien. Hier, meine Visitenkarte. Vielleicht brauchst du ja irgendwann mal was. Tada. P. Dustin. Labormaterialien aller Art. Und er hat eine Telefonnummer. Danke. Ich werde es mir merken. Wegen deines Unternehmens. Wegen deines Unternehmens. Ja? Hallo, Herr Potter. Oh ja, es ist immer ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen.
Sagen Sie mir, was Sie diesmal brauchen. Aha, ein Okular für ein Mikroskop. Hundertfache Vergrößerung? Ich muss erst nachfragen, aber ich hoffe, es wird klappen. Lassen Sie es mich zuerst mit dem Lager besprechen, einverstanden? Rufen Sie mich in 10 Minuten zurück. Ja, gut. Über den Preis reden wir später. Ich bedanke mich, Herr Potter. Bis bald. Hör mal, Kumpel, wir palavern später weiter. Jetzt muss ich mich um meine Geschäfte kümmern. Du weißt schon, Kollege, zuerst kommt das Geschäft. In Ordnung, schon gut. Bis bald. Yeah, the Groovy Man. Er geht die Treppe hoch. Schauen wir mal, wohin er läuft. Er läuft die Treppe hoch. Er geht dorthin. Und er geht doch weiter. Er geht zur radioaktiven Tür. Und er hat einen Code. Habt ihr euch die Melodie gemerkt? Ich nicht. Na, na, na. Willy kennt tatsächlich den Zugangscode zum Analyselabor. Ich weiß nicht, woher er ihn hat. Aber ich bezweifle stark, dass er wirklich befugt ist, dort hineinzugehen. Und ich glaube, dass ich jetzt weiß, wo sich die Materialfabrik befindet, für die Willy arbeitet. So, gucken wir mal hier, ob hier noch was ist. Oh, ein Beschreibung, hier. Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex, Ende der Kreidezeit. Gefunden in Nordamerika. Alberta, Montana, Saskatchewan, Texas und Wyoming. Und hier, der Triceratops. Auch Kreidezeit? Das ist jetzt die große Frage. Triceratops, Ende der Oberkreidezeit. Gefunden in Nordamerika. Alberta, Colorado, Montana, Süd-Dakota, Saskatchewan und Wyoming. Okay, haben wir noch was? Hier können wir noch lang gehen. Meyer. Ich verstehe nicht viel von Kunst, aber das hier ist beeindruckend. Ein Maya-Artefakt. Es scheinen Schalen und Krüge zu sein. Toll. Im Moment kann ich wohl nichts davon gebrauchen. Merke, im Moment. Das kann sich aber jeden Augenblick ändern. Okay, aber ich glaube, wir kommen hier nicht mehr raus. Bauwerk da immer, ich ja. Ich habe keine Ahnung. Vermute aber, dass es eine Art Altar ist. Vielleicht ist es auch ein heiliges Element der Maya-Kultur. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Steinmauer. Okay. So, dann Talkompuder so drauf machen, funktioniert nicht. Vielleicht Nagellack. Gute Idee. Versuchen wir es. Jetzt darf ich keine weitere Taste mehr anrühren. Wenn ich irgendwo einen Fingerabdruck hinterlasse, wird der Plan misslingen. Als nächstes muss ich Willy dazu bringen, den Code, der die Tür öffnet, einzugeben. Dabei wird er Fingerabdrücke auf den richtigen Tasten hinterlassen. So, dafür benutzen wir jetzt die Telefonkarte von ihm. Wir sind Kartenherzen natürlich. Und rufen an und das bestellen uns irgendwas. Das ist keine gute Idee. Warum nicht? Ich glaube, dass wir... Gute Idee. Ich werde Willy anrufen und versuchen, ihn in das Labor zu locken. Vielleicht bekomme ich dann den Zugangscode. Gerade eben hast du noch für eine blöde Idee gehalten. Dass die Visitenkarte stimmt und dass es auch sein Handy ist. Gerade eben hast du noch für eine blöde Idee gehalten. Ja? Herr Dustin? Ja, am Apparat, Sie wünschen? Hören Sie, ich bin Frank, Frank Steiger, ein Freund von Herrn Potter. Er sagte mir, dass Sie mir eine bestimmte Sache besorgen können. Ja, ich freue mich, Geschäfte mit Freunden von Herrn Potter zu machen. Er ist einer meiner besten Kunden, wissen Sie? Ehrlich gesagt, kommt mir Ihre Stimme bekannt vor. Kennen wir uns von irgendwo, Herr Steiger? Nein, ich glaube nicht. Ja, wie Sie meinen. An was genau sind Sie interessiert? Wissen Sie, ich bin an einem Okular interessiert. Ja, an einem Okular für ein Mikroskop. Was für ein Zufall. Das muss in Mode gekommen sein. Alle möchten dasselbe haben. Was meinen Sie? Ach, nichts, Herr Steiger. Es ist nicht wichtig. Welche Art Okular benötigen Sie? Ich habe eine große Auswahl mit hundertfacher Vergrößerung. Fein, aber ich bräuchte 200-fache Vergrößerung. 200-fache? Wie?
Frag im Lager nach. Bitte rufen Sie mich in 10 Minuten zurück und ich werde Ihnen bestätigen, ob wir liefern können. Einverstanden. Bis gleich. Bis gleich, Herr Steiger. Er kommt jetzt. Ich verstecke mich hier hinten. Ganz unauffällig. Jetzt wieder Groovy Time. Da 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 da. Ich muss abwarten, bis Willy das Labor verlässt. Dann kann ich versuchen, es zu betreten. Es wäre für uns beide eher peinlich, wenn wir uns drinnen treffen würden. Na, nur für dich. Schauen wir uns den Schaukasten noch an. Ein riesiger Knochen. Ich vermute, dass er zu irgendeinem Tier aus der Urzeit gehört. So, letztes Mal ist der Willy rausgekommen, als wir in einem anderen Raum waren. So. Ist er schon wieder raus? Ja, gut, dann können wir wieder hin. Und jetzt gucken wir uns das an. Es kontrolliert den Zugang zum Analyselabor. So, und das Talkumpuder. So. Jetzt werde ich Willys Fingerabdrücke deutlich sehen und den Zugangscode herausfinden können. Ich werde das Puder gleichmäßig auf das Tastenfeld auftragen. Genial! Jetzt kann ich Willys Fingerabdrücke deutlich sehen. Es sieht aus, als ob der Lack mit dem Talkumpuder getrocknet ist. Ich kann jetzt die Tasten bedenkenlos drücken, ohne die Fingerabdrücke zu verschmieren. Die Nummern, die den Code bilden, sind die 1, die 3, die 7 und die 8. Ich muss nur die richtige Kombination herausfinden. Wenn ich mich nicht irre, erzeugten die Tasten eine Melodie, als Willy den Code eingab. Ungefähr so. Nein, so ging sie nicht. Die Melodie war eher wie... Ja, das ist es. 8137. Die vergesse ich bestimmt nicht mehr. Es ist ziemlich dunkel, aber wir machen besser kein Licht an. Ich möchte nicht, dass man mich hier entdeckt. Zum Beispiel von dieser Kamera hier oben. Verbandkasten. Ich würde ihn ungern benutzen müssen. Deswegen werde ich mich vorsichtig zwischen diesen Geräten bewegen. Er ist abgeschlossen. Den könnten wir ihn gerade benutzen. So, gucken wir uns das hier an. Ich würde sagen, dass es eine Klimakammer ist. Sie sorgt dafür, dass die Kunstwerke unter idealen Wärme- und Feuchtigkeitsbedingungen gelagert werden. Und was da drin liegt, ist zweifellos der Sohn des Ushiza. Der Star der Ausstellung über die Maya-Kunst. Und der Rubin wäre perfekt für ein kleines... Werfen wir einen Blick drauf. Laserexperiment. Sie lässt sich nicht per Hand öffnen. Ich glaube, dass man auf den Knopf drücken muss, um sie zu öffnen. Knopf? Knopf? Welcher Knopf? Das ist ein Knopf? Hier. Nee. Ah, nee. Da. Nee, wo ist denn Knopf? Betrachte Schalter. Knopf. Er aktiviert den Öffnungsmechanismus der Klimakammer. Aha, ich kann einen Knopf angucken, aber ich kann einen Schalter betätigen. Bitte nennen Sie Ihren Namen, um mit der Stimmenidentifizierung zu beginnen. Susanne Oliver. Susan Oliver. Identifizierung negativ. Zugang verweigert. Spielverderber. Ich glaube nicht, dass ich es so schaffen werde, sie zu öffnen. Okay. Betrachterapparat. Ein Elektronenmikroskop. Cool. Das muss der Scanner der neuesten Generation sein, von dem Clive sprach. Er soll in der Lage sein, ein Exponat zu datieren und seine Zusammensetzung festzustellen. Außerdem nimmt er eine morphologische Analyse vor und versucht anschließend, das Objekt mit Hilfe der Datenbank zu katalogisieren. Wenn das Kruzifix restauriert ist, wird er mir zweifellos dabei helfen, mehr darüber zu erfahren. Cool. Sonst irgendwas? Nein. Gasflasche. Sie enthält flüssigen Stickstoff. Ich kenne das sehr gut aus der Fakultät. Okay, sonst ist hier, glaube ich, nichts. Ein Goldobjekt. Das ist ein antiker Schlüssel oder sowas. Mitnehmen.
Vielleicht kann ich ihn zu irgendetwas gebrauchen. Na sowas. Hier drunter liegt eine Nachricht. Sehen wir mal. Clive, hier hast du deinen alten Aztekenschlüssel. Er ist sauber und glatt, wie du es wolltest. Lass das nächste Mal nicht so viel Zeit verstreichen, ohne ihn zu putzen. Er war ziemlich verkrustet. Wir sehen uns Montag. Ein gewisser Ron hat unterschrieben. Dann gehört Clive der Schlüssel. Ich werde ihm das gute Stück später geben. Dann mal ab ins Büro von Clive. Denn da kann man es garantiert benutzen. Wie ich sehe, haben Gina und Clive ihren formlosen Rundgang durch das Museum begonnen. Clive ist immer noch der Alte. Sobald er einen Rock sieht, erkennt er nicht mal mehr seinen Vater. So, Clive erkennt nicht mehr den Vater von ihm und wir werden dafür in der Zwischenzeit sein Büro durchsuchen, beziehungsweise heben wir uns das für die nächste Folge auf. Ich sag danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns bald wieder.